In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir ein Kleid zum Beispiel für die Taufe oder auch für jeden anderen festlichen Anlass häkeln können. Wir benötigen dazu insgesamt 4 Rollen Garn. Ich benutze für die Borte am Ende einen anderen Farbton, weshalb wir 3 Rollen hellrosa und eine Rolle weiß benötigen. Die Wolle ist von Drops und heißt Baby Alpaca Silk. Eine Häkelnadel 3,5 mm, eine Wollnadel, eine Schere, außerdem ein Maßband, Rundenmarkierer und 3 Knöpfe. Wie wir die Ärmel des Kleides häkeln, zeige ich euch nun in diesem 4. Teil. Da wir das Ganze insgesamt 2-mal häkeln müssen, habe ich bereits den ersten vorbereitet. So würde es also am Ende aussehen. Ich zeige euch das Prinzip nun anhand des 2. Ärmels. Wir beginnen damit, uns den Faden an einer dieser beiden Ecken im Achselbereich neu anzuschlingen. Wenn man im Strukturmuster des Kleides weiterhäkelt, wäre nun eine Stäbchenrunde an der Reihe. Wir beginnen deshalb auch mit 3 Luftmaschen. Wir werden jetzt einmal rundherum um den Ärmel je ein Stäbchen in jede Masche häkeln. Hier unten empfiehlt es sich, in jedes Reihenende ein Stäbchen zu arbeiten. Wenn wir die Runde einmal geschafft haben, beenden wir sie mit einer Kettmasche in die 3. Luftmasche vom Anfang. Nun arbeiten wir nochmal eine Reihe fester Maschen und beginnen diese wie gehabt mit einer Luftmasche. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche in die Luftmasche vom Anfang. Nun wechseln wir den Farbton zu Weiß und schlingen den Faden an dieser Position neu an. Als erstes häkeln wir nun noch eine Runde fester Maschen, aber dieses Mal in Weiß. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche in die Kettmasche der Vorrunde. Wir beginnen die nächste Runde mit 3 Luftmaschen. Nun überspringen wir 2 Maschen und arbeiten eine feste Masche in die 3. Masche. Nun schlagen wir wieder 3 Luftmaschen an.
Wir überspringen erneut zwei Maschen und arbeiten in die dritte eine feste Masche. Das Prinzip wiederholen wir einmal rundherum, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. Die letzten drei Luftmaschen. Wir beenden mit einer Kettmasche in die Kettmasche der Vorrunde. Wir beginnen die nächste Runde wieder mit drei Luftmaschen. Nun häkeln wir insgesamt drei Stäbchen in diesen ersten Luftmaschenbogen. Eins. Zwei und drei. Es folgen zwei Luftmaschen und noch einmal drei Stäbchen in denselben Luftmaschenbogen. Eins, zwei, drei. Es folgt ein einziges Stäbchen in den nächsten Luftmaschenbogen. Weiter geht es wieder mit drei Stäbchen in den nächsten Bogen. Es folgen erneut zwei Luftmaschen. Und noch einmal drei Stäbchen. In den nächsten Luftmaschenbogen häkeln wir wieder nur ein Stäbchen. So verfahren wir nun einmal um den kompletten Ärmel herum. Wir arbeiten abwechselnd drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen, gefolgt von einem einzigen Stäbchen im darauffolgenden Luftmaschenbogen. Noch einmal drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei Stäbchen in den letzten Luftmaschenbogen. Wir beenden diese Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. Wir beginnen die nächste Runde erneut mit drei Luftmaschen. In diesen ersten Luftmaschenbogen häkeln wir nun wieder drei Stäbchen. Nun zwei Luftmaschen und noch einmal drei Stäbchen in denselben Bogen.
Genau in die Masche über dem Stäbchen der Vorrunde häkeln wir nun auch hier ein einziges Stäbchen. Weiter geht es wieder in diesem Prinzip für die komplette Runde. In den nächsten Luftmaschenbogen arbeiten wir wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen. Anschließend wieder ein einziges Stäbchen in die Masche über dem Stäbchen der Vorrunde. Die letzten 3 Stäbchen dieser Runde. Wir beenden mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. An dieser Stelle können wir den Faden nun herausziehen und abschneiden. Wer möchte, darf natürlich gerne noch Runden dranhängen, falls ihm die Borte zu kurz ist. Wir nehmen uns jetzt wieder eine Wollnadel und arbeiten zunächst noch einen Knoten in das Ende. Anschließend verstecken wir das Fadenende wieder unter den anderen Maschen. Und schneiden den Rest ab. Im nächsten Teil erkläre ich euch, wie wir die Halsblende und die Knopfleiste auf dem Rücken fertigstellen.